Ihr seid rechtzeitig wieder bei Project Hospital und Mirzigo dabei, um mitzukriegen, dass ich plane, dass wir einen weiteren Arzt hier aufnehmen. Und da muss ich schauen, wie wir das mit dem Gebäude machen. Dieser ganze Bereich hier, den möchte ich eigentlich für so diese gesamten Notfälle noch aufbauen. Also sprich, wenn wir wirklich Not-OPs sofort machen, wenn sofort jemand, zack, Notaufnahme durch, schnell, machen sie den Weg frei, dass wir hier mehr bauen. Oder vielleicht sogar einen kleinen Gehpark. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob wir eventuell den nächsten Arzt, dass wir irgendwie diesen Raum umsetzen. Also sprich, dass wir hier vielleicht sogar zwei Ärzte noch aufnehmen können mit schmalen Zimmern und den Aufenthaltsraum dahin. Ein bisschen so in diesem Bereich. Deswegen brauchen wir ein bisschen Geld. Wir haben einen Patienten, der jetzt gehen will. Wo ist er denn? Oben. Hier mit dem los. Jetzt geht's. Okay, also wir müssen ein bisschen Kohle kriegen, ist klar. Wir brauchen Geld. Wir haben keine geringen Ausgaben zurzeit. Es ist gut laufend hier. Wir behandeln auch alle. Ja, aber es kann auch mal ein bisschen typisch sein alles. So, also wir haben jetzt hier jemand, der geplant war auf einen Untersuchungsraum. Es ist immer noch so. Ich weiß nicht, wie wir es in den Griff kriegen können. Weil die Untersuchungsräume sind eigentlich diese hier. Die sind voll funktionstüchtig, also ich weiß es nicht. Aber vielleicht soll es auch einfach so lange dauern. Bis das hier abgeschlossen ist sozusagen. Dass wenn das weg ist, erstmal die nächsten Untersuchungen folgen. Bis jetzt sind wir hier ziemlich leer. An Leuten, die wir eigentlich... Also wir können das eigentlich wieder füllen. Ich hoffe, wir kriegen bald ein paar Gäste, die HNO-technisch... Hier, da ist doch HNO. Da schon Ohrenschmerzen sind. So. Draußen hat gerade ein Hund gebellt vor meinem Zimmer hier. Oh, er dreht gerade durch. Meint er ist irgendwas, aber er ist nix. Ob er es versteht? Wir werden es hören. Live über das Mikro, glaube ich. Weiß nicht, ob ihr das Bellen hört. Egal. So, wie sieht es jetzt aus? Haben wir hier vielleicht Patienten, die... Also bei beiden könnte es eventuell diese Sachen hier hinauslaufen. Wird sich gleich zeigen. Oh, die arbeiten sogar synchron. Bei ihr ist es das sogar. Da muss jemand operiert werden. Und bei ihr hier ist es das nicht. Aber hier haben wir jemanden, der erstmal dann... operiert werden muss. Das ist eine Halsentzündung, das wird nicht operiert. Oh, hier scheint es wohl immer besser zu gehen. Ist sie gerade... Oh ja. Sie wurde entlassen. Geld ist Geld. Geld ist wichtig. Aber den Leuten helfen natürlich auch. Aber Geld ist nicht unwichtig. Okay, hier. Gut.
Gut, die OP hier wurde schon durchgeführt. Ganz schön blutige Angelegenheit in diesem Schlachthof hier. Ist aber anscheinend erfolgreich gewesen. Das finde ich gut. Haben wir hier in der Notaufnahme jemanden, der zwischengelagert wird? Nö. Nasenbeinfraktur. Ja, dann bitte ab in die Orthopädie. Danke. Gehen wir nochmal durch. Bevor wir gleich anfangen, ein bisschen was zu bauen. Wir müssen natürlich auch auf unsere Finanzen achten. 13.000 gehen hier runter. Also sprich jetzt nochmal 9.000 minus, dann sind wir auf 10.000. Und normalerweise haben wir Einnahmen täglich von 28.000. War gut. Da sollte man eventuell diesen Gebäudetrakt hier als Aufenthaltsraum bauen können. Nur ist das halt auch der Aufenthaltsraum hauptsächlich für die Radiologie, oder? Moment. Ja. Nee, die Abteilung wird nicht verlegt. Das möchte ich nicht. Ach. Aber wir könnten diesen... Nee, das ist das Labor. Diese ganze Laborgeschichte, die wir bis dahin noch erweitern können. Ja, wisst ihr was? Dann ziehe ich jetzt hier gegenüber einen Arzt hier auf die Seite und dann gucken wir, ob wir die Räumlichkeiten noch vielleicht später ändern. Ja, machen wir so. Arztzimmer. Größe war 5x5. Also auf die gleiche Größe hier. 5x5. Weiße Wände. Copy. Und dann mal ganz kurz Fenster. Da habe ich nämlich gerade was gesehen. Das kommt weg. Da jetzt hin. Dann gehen wir auf den Boden. Wählen den weißen Boden aus. Hier kommt eine hübsche Tür rein. Und dann möchte ich gerne, dass wir das gesamte Büro nehmen und es da einstellen. Oh, und wir haben gerade eine Errungenschaft bei Steam. Instant Hospital. Da schon ganz schön viele Errungenschaften freigestellt. So, zack. Fertig. Dann einstellen einen guten Arzt. Nicht zu teuer, aber ein guter Arzt. Der ist beruhigend. Das finde ich gut. Saubere Füße und er ist geleert. Für die Nachtschicht? Nee, Nachtschicht brauchen wir hier nicht. So, ein Arzt mehr. Das war das, was ich heute investieren wollte. Sie ist in der Orthopädie hier oben. Sie ist doch dran. Eine Orthopädie ist ein bisschen was. Wie viel Geld hat denn die Orthopädie heute schon eingenommen? Nicht so viel. Haben wir nicht so viele Patienten heute. Oder einige werden... Der hier zum Beispiel. Wir könnten die doch ganz locker, flockig, oben nach dem Röntgen hinschicken. Er hat seinen ersten... Oh, Grippe B. Ah ja. Ah, hier ist tatsächlich jetzt endlich mal eine Untersuchung am Bett, die wir sehen. Körperliche Untersuchung. Und zwar die körperliche Untersuchung. Der Rest wird also hier jetzt gerade so nicht durchgeführt. Ach, weil auch wieder eine OP ansteht. Okay. Aber der Ablauf funktioniert.
insgesamt. Ja, es regnet. Dann tragen die Leute noch mehr Dreck rein. Wisst ihr, was wir mal kurz machen könnten? Wir könnten den OP-Bereich oder wisst ihr was, wir planen jetzt andere Bereiche hinzu. Und zwar alleine die Bereiche um die, die jetzt keine und keine OP-Sachen hier rechts benötigen. Das ist zumindest, glaube ich, Sexualmedizin, genau. Die könnten wir eigentlich jetzt einfügen. Wäre vielleicht auch hier oben nicht schlecht. Das ist der ganze orthopädische Bereich und Sexualmedizin könnten wir dann, wenn wir den Korridor hier hinsetzen. Dann kriegen die einen eigenen kleinen Korridor hier rein. Und zwar daneben. Bis da. Gibt es hier hinten eine kleine Abstellkammer. Das Wartezimmer. Hier hin. Der Aufenthaltsraum. So. Arztzimmer. Mist, der Empfang müsste ein bisschen größer sein. Na dann anders. Also dann das Wartezimmer hier. So. Hier geht der Korridor noch rein. Und hier kommt eine Toilette rein. Sexualmedizin kriegt so einen lila Touch. Okay, wir bleiben bei dem weißen Boden. Wir können diesen lila, obwohl hier gibt es kompletten lila Boden. Ist da. So. Weiß für den. Obwohl wir können auch hier. Okay, machen wir es so. Für die Toilette. Mit den.
So, hier für den Aufenthaltsraum. Hier für den Putzraum. Hier für die Toilette. Hier für das Arztzimmer. Und dann brauchen wir die eine Glastür für den Warteraum. Die machen wir zu. Dann benötige ich auch hier noch. Ich glaube, wir haben ja noch eine Glastür genommen. Ja. Zack. Betretbar alles. Wartezimmer. Bekommt. Welche Stühle hatten wir hier? Diese. Lila. Ich glaube, mehr sind da auch nicht. Also mehr Leute werden da nicht sein. Da gibt es natürlich einen Wasserspender. Wir werden hier die Anmeldung hier hinpacken und den Fernseher da drüber. So, okay. Soweit so okay. Kaffeeautomat, nö. Der Empfang wird natürlich so bläulich. Ne, wird schwarz. Nee, wir haben kein Lila, das ist halt das Doofe. Bei der Sexualmedizin. Ich weiß nicht, ob da so viele Sachen rein müssen. Wo ist das Waschbecken? Folgt jetzt ein kleiner Schreibtisch. Dann ein stinknormaler Stuhl. So können wir das lassen. Dann gibt es jetzt noch für die, dass sich wohlfühlen, noch ein bisschen Infosachen. Wir stellen hier einen kleinen Kaktus vorne hin. Oh, ein Kein-Zutritt-Schild. Sehr gut. Und ein Diplom. Kriegt er auch. So. Okay. Aufenthaltsraum. Ganz vergessen. Ein Sofa. Dann ein Esstisch. Mit zwei schicken Holzstühlen. Fernseher. Ein kleines Waschbecken. Kühlschrank. Bücherregal. Eine Kaffeemaschine. Weiß gar nicht, ob da zwei reinpassen. Tür da reingeht. Ja, tut sie wunderbar. Dann brauchen wir noch ein Waschbecken hier. Und Trockner. Spiegel.
Klein, aber fein. Eine Empfangsdame. Eine Ärztin. Immer ein Arzt männlich. Nachtschicht, natürlich muss auch nachts da ein Arzt hin, würde ich sagen. Wir müssen mal gucken, wie sich da auch der gesamte Stab weg. So, jetzt. Okay. Bestätigen. Und jetzt gucken wir mal. Die Sexualmedizin auch Leute anzieht am darauffolgenden Tag. Ich glaube, diesen Tag kriegen wir dann nicht mehr so viel. Naja, mal gucken. Okay. Macht's gut, Leute.